Ja, hey Leute und herzlich willkommen hier bei Let's Play Saints Row 4. Wir sollen uns zum Turm begeben, zu was auch immer für einem Turm. Wahrscheinlich zu dem da hinten. Und den sollen wir raufklettern. Sowas ähnliches haben wir ja schon mal gemacht, ja. Da hinten seht ihr ihn, den blauen Turm. Den sind wir ja mal raufgeklettert, der war davor auch rot. Ja, das sind also solche Basistürme sozusagen und die sollen wir raufklettern und die dann ganz oben übernehmen. Die sind relativ hoch und da kann man relativ gut runterfallen, wie wir auch schon feststellen mussten. Hust. Ja, ist nicht mal ganz so witzig, wenn man da dann 100 Mal versuchen muss hochzuklettern. Na gut. So, wie kommen wir? Also erstmal müssen wir da hoch. Was sind die niedrigste Plattform hier? Die niedrigste Plattform ist eindeutig die hier. Okay, wie kommen wir da rauf? Wahrscheinlich von dort hinten von dem Dach irgendwie. Da hole ich mir mal noch kurz die Datenansammlung und die hier auch noch. So, 14 Stück haben wir dann schon mal. Auf dem Weg da hoch sammeln wir natürlich auch noch mal einige. Na gut, so jetzt müssen wir erstmal auf die Container hier. Denke ich mal. Ja, von da können wir auf jeden Fall da hochkommen. So. Einfach mal hier Sprung und zack. Na, oh, das war zu. Ja, super. Man wird da schneller in der Luft, wenn man, wenn ich Steuerung drücke. Ich weiß nicht, ob ich das eigentlich deaktivieren kann. Ich suche das mal kurz im Hauptmenü. Im Kräftemenü. Hier Supersprung. Ja, Luftsturm. Würde ich jetzt gerne ausmachen, geht aber nicht, ja, also ich kann, wenn es einmal aktiviert ist, dann ist es aktiviert und deswegen, ja, geht es leider nicht. Also einfach nochmal versuchen. Ui, so, knapp, aber geschafft und jetzt haben wir hier direkt einen Warp-Punkt, auch nicht schlecht, müssen wir nicht mehr hochspringen. So, aktiviere den Turm. Okay, dann müssen wir uns da jetzt erstmal wieder hochkämpfen, würde ich sagen. Gehen wir als nächstes auf... Ja, erstmal umschauen. Gehen wir auf die oder auf die? Auf die kleinere oder auf die größere? Ich würde jetzt instinktiv sagen, auf die kleinere. So, da kommen wir auch locker hoch. So, dann einmal auf die größere. Ja, also mit diesem Gleiten und schneller werden, das hatten wir beim letzten Turm noch nicht. Das ist schon praktisch, also muss man sagen. So, jetzt gehen wir da hoch und dann stellen wir uns da wahrscheinlich erstmal hin. Oder ja, denke ich. Also wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal einen Supersprung machen an diese Wand und dann da erstmal... Ah, wir können ja jetzt so hoch laufen, so cool. So, zack, bam. So, da haben wir auch eine Datenansammlung. Und jetzt können wir... da hochspringen. Muss immer so ein bisschen suchen, wo geht's jetzt lang, weil es ist nicht immer ganz eindeutig. Man könnte jetzt, ich hätte jetzt auch über die Wand an mir springen können, an die Wand über mir, aber wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich gefailt. Und das wollen wir ja alle nicht. So. 70 von 100. Die Errungenschaft habe ich dann auch bald noch. Aber das ist ja fürs Let's Play an sich eigentlich unwichtig. So, da ist wieder ein Warp-Punkt. Den haben wir auf jeden Fall schon mal aktiviert. Und dann können wir, denke ich mal... Tja, wir können wohl da hochspringen. Jetzt, dahinter wird es steil, glaube ich. Okay, also da muss man aufpassen. Ich hoffe mal, das schaffen wir jetzt. Ui! Mann, da können wir... Na, Mist. Okay, wir schaffen es nicht. Ich wollte da jetzt gar noch hochlaufen. Nochmal, aber ich denke, wir lassen uns einfach warpen, ist ja kein Problem. So, da sind wir direkt da. Und wir können uns warpen lassen, jetzt sind wir wieder direkt an der Stelle. So, jetzt probiert das Ganze nochmal. So, und diesmal ein bisschen ruhiger. Zack, haben wir geschafft. Dann gehen wir zum nächsten. Das ist da. Ja, da oben. Zack. 24 Stück haben wir. Das ist auf jeden Fall wieder einiges. Können wir uns, wenn wir oben sind, wieder ein paar Kräfte upgraden. Ui! Ui, ui, ui. Das war ein bisschen arg. Naja, das war jetzt Pech. An diesen Turmplattformen kann man nämlich nicht hochspringen, wenn man einmal dranhängt.
So, jetzt, ja. So, dahin. Dann wieder da hoch. So, jetzt gehe ich mir hier mal ganz an den Rand. Ganz vorsichtig zumindest. So, zack, sind wir da. Ja, und jetzt auf die. Also ist hier eigentlich so ein... Ist eigentlich ein Jump'n'Run, oder? Könnte man so sagen. 3D-Plattformer. Oder so. Ja. Also ein Spiel im Spiel sozusagen. Die Text-Adventures, von denen wir in der letzten Folge ja eins freigeschaltet haben, die müssen wir auch mal noch irgendwie... Die werde ich mir auch mal noch anschauen, auf jeden Fall. Die sollen nämlich auch noch eine elementare Rolle spielen, habe ich gelesen. So, sollen wir jetzt da hoch? Sicher? Sicher, dass es keine andere Möglichkeit gibt? Ich glaube ja. Ich versuche es jetzt einfach. Und hoffe, dass es stimmt. Ui! Ja, es hat, es hätte gestimmt. Ich sag mal so, es hätte gestimmt. Ich muss mal kurz schauen. Ist, lohnt sich das hier? Nein, das lohnt sich nicht. Okay. Da oben können wir hin. Da oben können wir uns hin teleportieren. Gut, dann springen wir da nochmal runter. Und ich komme die ganze Zeit ans Mikrofon hier. Das hängt mir etwas im Weg. So. Jetzt machen wir das nochmal. Es ist nicht so einfach. Im Notfall könnte ich das natürlich auch schneiden, klar. Also, so, da sind wir erstmal wieder oben. Wäre ich auch wieder fast runtergefallen. Im Notfall könnte ich das auch schneiden. Das würde wie ihr wahrscheinlich keinem... ja, okay. Okay, ja, Leute, also ich würde sagen, einfach aus Zeitgründen. Ich setze jetzt einfach mal einen ganz kurzen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und da bin ich wieder, Leute. Ich habe jetzt mal kurz einen Schnitt gemacht, wie ich gesagt habe, und bin jetzt hier am nächsten Checkpoint. Also ich bin noch nicht den ganzen Turm oben, das habe ich noch nicht gemacht. So, und jetzt muss ich mal kurz schauen, wo ich jetzt hin muss, auf diese Plattform da drüben. Jo, die sind ziemlich klein, das ist ziemlich gefährlich, weil von unten sehen die riesig aus. Also man denkt so, oh, 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 da muss ich richtig weit springen, um auch diesen Abstand zu überwinden. Aber wenn man dann erstmal so, und dann fliegt man ganz schnell drüber, ja. Also das ist gar nicht mal so weit, wie das immer aussieht. Das ist ziemlich gefährlich. So. Und dann schauen wir mal da oben. Zack. So. Und jetzt muss ich da hoch. Das dürfte auch schaffbar sein. So. Zack. Bin ich auch schon oben. 32 Stück haben wir schon. Das reicht auf jeden Fall nachher mal für ein paar Upgrades in unserem Kräftemenü, würde ich sagen. So, und da haben wir auch schon einen neuen Checkpoint. So, einen Warp-Punkt, besser gesagt. So. Zack. Sind wir da. Jetzt müssen wir darüber, würde ich sagen. Und dann sind wir auch schon gleich oben. Ja, also noch nicht, noch nicht. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Beziehungsweise man soll nicht sagen, man ist oben, bevor man nicht oben ist. So. Eieiei. So. Und jetzt sind wir aber wirklich gleich oben. Jetzt muss ich nur noch den letzten Sprung schaffen. Und das war jetzt easy, okay. So. Und da sind wir. Und jetzt würde ich sagen, schalten wir den Turm doch mal frei. 3, 2, 1. No tower's gonna stop me! Verdammt, ist das hoch. 2 von 5 haben wir geschafft. 2 von 5 Alien-Türmen haben wir unter unsere Kontrolle gebracht. Gut, jetzt gehen wir hier mal zum Ziel. Wo ist das? In welcher Richtung? In die. Da können wir jetzt mal richtig schön runterspringen hier. So, zack. So Base-Jumper-mäßig.
Ja, gut, wir hätten jetzt natürlich noch unsere Upgrades irgendwie anschauen können, aber das machen wir nicht. Wir springen hier direkt runter. Zack. Warte auf die Zielperson. Die kommt da vorne um die Ecke, sehe ich. Das heißt, sie wurde gerade angefahren, glaube ich. Oder auch nicht. Welche könnte es sein? Es könnten verschiedene sein. Der hier hat schon mal eine Waffe in der Hand. Sieht gefährlich aus. Aber wer? Oh. Der rennt schnell. Ach so. Sind das alle oder was? Nur ein Köder, bringt das echte Ziel um. Okay, der hat schon mal viel Leben. Der sieht ziemlich. Der hat sehr viel Leben, muss ich sagen. Ich würde mal sagen, ich wechsle mal hier auf die Shotgun. So und zack. 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 Zack, komm, Alter. Nein, oh, ich weiß, was wir jetzt nehmen. Wir nehmen unsere Spezial-Superwaffe. Bam! Bam! Zwei Schläge und weg. So. Ich meine, kein Problem hier. Bam! So geht es. Eigentlich muss man damit gar nichts mehr machen. So, triff dich mit Keith auf dem Schiff. Okay. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall nochmal hin. Wir schauen jetzt nochmal beim Schiff vorbei. Und dann schauen wir mal, was es da für uns gibt. Ich schaue kurz im Hauptmenü was nach bei Aufträge. Ja, okay. Ich wollte gerade nur nochmal schauen. Das ist jetzt das Letzte, was wir machen müssen. Und da steht Belohnungen, Waffe, Dubstep-Kanone. Wie ich es in der letzten Folge ja schon gedacht habe, bekommen wir die. Allerdings meinte ich letztes Mal bei der Waffe, mit der man schwarze Löcher verschießen kann, dass es die wäre, dass das die Dubstep-Kanone wäre. War es aber nicht. Das war, wie gesagt, die Waffe für schwarze Löcher, die ja auch sehr cool ist, muss ich sagen. Aber die Dubstep-Waffe, auf die freue ich mich ganz besonders. Nicht, weil ich jetzt so unbedingt der Mega-Dubstep-Fan wäre. Eigentlich nicht. Ich finde die Musikrichtung an sich ganz okay. Man kann sie manchmal hören. Aber ich bin jetzt auch nicht der Riesen-Fan. Also, ich bin jetzt nicht der, der irgendwie hier so ein Schrein von Skrillex in seinem Zimmer hat und den jeden Morgen anbetet. So nicht gerade. Gut, dann müssen wir jetzt zum Portal, um auf das Schiff zu kommen. Na gut, hier, so. Fahren wir ein paar Leute rum. Achso, das habe ich schon eine Abfahrt verpasst hier, Mensch. Nur wegen euch allen. Wo geht's lang? Da hinten war es direkt. Ah ja, hier ist, okay, da können wir reinlaufen. Hier ist ja. So. Da, und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Okay, da kommt wieder die super crazy Animation. Und da bekommt man wirklich fast Augenkrebs. Und dann gehen wir hier wieder in unser Mass Effect Schiff zu Keith. Der befindet sich jetzt hier in diesem Raum. Das Schiff ist auch ziemlich groß, muss man sagen. Also man kann hier wirklich. Okay, da kann man jetzt nicht rein, aber es gibt schon einige Räume. Und hier ist mir schon letztes Mal aufgefallen, bevor ich jetzt mit Keith spreche. Hier, da sitzt eine Puppe. Ja, okay, was ist jetzt für eine Puppe? Ihr könnt euch das, denke ich, denken. Zumindest die, die schon alt genug sind. Na gut. Also, hier ist Keith und wir sprechen mit ihm. I can only imagine what we would have gotten up to if we didn't have to worry about the backlash. Well, we don't have to worry about that now, right? Und wir haben sie, die Waffe, die Dubstep-Kanone. Erfülle die Welt mit Musik und Explosionen aus der Dubstep-Kanone. Im Gateway-Waffenlager kannst du dich nun damit ausrüsten. Gut. Wir können noch ein bisschen mit dem Vizepräsidenten flirten, würde ich sagen. I think that would just be weird, don't you? I know you want to. I don't. That's really not gonna work for me. I hope you understand. Okay. Ich weiß nicht so richtig, was es bringen soll, ehrlich gesagt. Ob das einfach nur ein Gag ist oder ob das irgendein Achievement bringt, wenn man das oft genug macht. Keine Ahnung.
Aber ich würde sagen, wir betreten mal wieder die Simulation, verlassen das reale Leben und gehen hier zum Gateway. Wir müssen auf jeden Fall mal noch mehrere Gateways finden. Wir sehen jetzt hier auf der Karte übrigens auch schon mal ganz schön, welche Bereiche wir schon unter Kontrolle gebracht haben. Also wir sehen hier in Burns Hill haben wir zum Beispiel schon 29%, in Ashwood auch. Und hier drüben haben wir wirklich noch 0%, da waren wir auch noch so gut wie gar nie. Ja, also hier haben wir auch schon ein kleines Eck. Aber das sind auch wirklich die größeren Stadtteile hier drüben. Da haben wir auch noch nichts. Das ist noch alles unbekannt. Da müssen wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen mal noch vorbeischauen. Ja, und dann würde ich sagen, teleportieren wir uns zurück. Und ich verabschiede mich für dieses Mal aus Steelport sozusagen. Bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, Leute.